Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, da wir letztes Mal kläglich gescheitert sind, aufgrund von mangelnder, oder was heißt mangelnder? Ich würde sagen, an überheblicher Zuversicht der vier Ganoven da unten, die uns gnadenlos enttäuscht haben, dürfen wir es nochmal versuchen, in dieses Lager einzudringen. Ja, ich habe von der Seite hier tatsächlich keinen vernünftigen Weg gefunden. Wir können über die Mauer gehen. Durch den Haupteingang will ich nicht wieder reinlaufen. Das war eine dumme Idee. Ich weiß gar nicht, wie sind wir denn ausgestattet? Warte mal, ich, hier. Okay, das sollte soweit passen. Wir haben zumindest 6 Messer, 6 Blasrohrpfeile. Das müssten wir auch mal leveln. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Aber runter. Das wäre möglicherweise ein Fluchtweg. Lasten da so. Hätte jeden passieren können. So. Aber es kann doch nicht sein, du kannst doch nicht nur die Haupteingänge... Ah, diese Sendung wurde ihm präsentiert von Sand. Gewöhnen Sie sich dran. Sand ist überall. Okay, da... Hier vom Dach. Ja, oder wir nehmen das Loch im Zaun, ne? Wir können auch das Loch im Zaun nehmen, hier hinten nicht. Ja, nehmen wir doch das Loch im Zaun. Erstmal mit stolzer Brust präsentieren. Hallo, hier sind wir. So, die Frage ist... Erstmal müssen wir hier die Leute... suchen. Wir haben hier vorne gleich einen Hinweis. Das ist ja nice. Hier sind keine Leute. Da hinten wäre einer. Ich bin mir bei ihm nicht sicher, ob wir den anlocken können. Mit Pfeifen. Das ist halt auch dieser Flammenwerfer-Typ, ne? Aber wenn ein Wurf nicht sitzt, dann haben wir ein Problem. Wenn wir den da hinlocken können. Weil wir können keine Steine werfen, ne? Hilfsmittel noch nicht freigeschaltet. Hilfsmittel noch nicht freigeschaltet. Ich würde da gern Stein irgendwie, um den anzulocken. Hey, was war das? Oh, das ist sehr gefährlich. Also diese Vasen, ne? Die sind jetzt nicht höchster Sicherheitsstandard in Brandschutz. Also, brandschutztechnisch gesehen, sind die schon ziemlich karg. Das sehen die jetzt auch als Unfall an, oder? Naja, er sucht trotzdem. Wenn wir den zur anderen Vase locken können, dann haben wir auf jeden Fall die Großen schon mal weg. Oh, shit. Ich kann den jetzt auch nicht mir nix, dir nix attackieren, weil der Typ da hinten das sehen könnte. Wo hast du dich verkrochen? Hier! Oh, bitte geh da hin. Das wäre ja ein Träumchen. Genug. Noch mehr Zeit verschwenden wir nicht. Was sind alle? Oh nein! Oh je, da muss ein Gasleck in der Flasche gewesen sein. Ja, da wurden die TÜV-Sicherheitsstandards nicht eingehalten, würde ich sagen, ne? Komm raus. Baden wir in Blut. Oh, hoffentlich läuten jetzt nicht die Glocke. Ich meine, das kann ja alles gewesen sein, ne? Ein Gasleck in der Flasche. Brandstiftung, ne? Einer mit der Zigarette nicht aufgepasst.
einen glühenden Kippenstummel da reingeschmissen. Weil kein Aschenbecher da war und der Chef immer meckert, wenn man die auf den Boden schmeißt. Oh. Das hat keiner gesehen, ne? Ah, wunderbar abgelegt. Ist da irgendwas? Nur ein pfeifender Busch, mein Freund. Ja, genau. Guck dir das mal genauer an. Hier, ich zeig dir mal eine richtig coole Ecke, die ich gefunden habe. Dein Kumpel chillt auch hier. Könnt da heimlich Pause machen. Da sitzt einer, ne? Da hinten auch. Okay, diesmal ist zumindest keiner auf dem Dach. Also ich würde jetzt zumindest keinen sehen. Ob die alarmiert wären, wenn ich so eine, so einen brennenden Krug da runterschmeiße und der einfach mal explodiert. Ich meine, der kann ja auch vom Wind geweht worden sein, ne? Ist ja ein bisschen windig hier draußen und gerade die Höhe, ne? Und dann weht das hier so runter und fällt da dem da hinten auf den Kopf zum Beispiel. Ist ja nicht unmöglich. Ich meine, in dem Fall müssten die ja auch denken, das ist ein Unfall, oder? Was zum... Hätte bloß nicht fallen lassen, Alter. So, wie weit kommen wir denn? Oh, ich komme gar nicht so weit. Maximal bis zur Straße. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Sag mal, haben wir hier keine Gegner mehr? Verschaffen wir uns einen Überblick. Also wir haben hier drinnen noch einen. Hier haben wir noch einen stehen. Einer saß ja hier noch. Oh, hier hinten saß doch auch noch einer, ne? Genau, den haben wir gesehen über unsere Vision. Da hätten wir noch einen auf der Mauer. Ich kann ihn nicht scannen. Scannen. Oh, einmal mit Nikido hier durchgeflogen, die Leute gescannt. Erstmal alle Daten abgefragt. Versicherungsnummer. Wir haben hier echt keine Gegner mehr. Das nehme ich dankend an. Aber ich würde trotzdem gern die wir noch haben, die würde ich erstmal beseitigen, bevor wir jetzt anfangen, die Beweise zu sammeln. Einfach nur, damit ich nachher nicht wieder überrascht dastehe. Nicht mal hier vorne. So, wie viele sind denn bei der Explosion umgekommen? Ob das reicht? Hey, was? Leg dich auf den Boden! Erstick es! Du hast vergessen, dich auf den Boden zu wälzen. Aber jetzt haben wir ein bisschen geholfen, ne? Jetzt ist er ja auf dem Boden. Und er hat das Feuer erstickt. Es hat wirklich funktioniert. Qualmt noch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen hat er einen guten Job gemacht. Sind hier auch keine Leute drin? Ne? Tür ist verriegelt. Ja, dann hole ich mir jetzt den hier.
Und da habe ich letztes Mal so einen Aufriss gemacht und eine Münze verschwendet, ne? Oh, ist das ärgerlich. Okay, da hätten wir noch eine Kiste. Aber erst machen wir die beiden da weg. War er unartig oder wieso muss er die Wand angucken? Ich erlöse dich mal. Was eine blöde Strafe, ne? Bitteschön. Habe ich gern gemacht. Ich sehe mich eher weniger als Mörder, ich sehe mich eher als Held. Volksheld. So, das müsste der letzte gewesen sein, ne? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. So. Dann können wir jetzt hier absolut durchsausen. Gucken. Elefantenstoßszene. Das ist Wilderei. Aufbewahrte Waren. Diese Waren dürfen nicht freigegeben werden, bis sie gründlich geprüft wurden. Seide von Santos geschmeidigen Seidenstoffen. Statue eines dreiköpfigen Hundes von Kinakos Porzellanwaren. Oolong mit weißen Pfirsich aus Kongs Teeparade. Diese Waren können freigegeben werden, wenn der jeweilige Wache dieser Zettel gezeigt wird. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdad, sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein. So. Das waren die drei Wachen auf der Mauer, ne? Die sollten ja keine Gefahr sein. Wir brauchen ja auch nicht geduckt gehen. Wir sind ein Mann. Aufrechten Ganges, furchtlos und uneingeschränkt. Unerschrocken, würde ich eigentlich sagen. Uneingeschränkt. Ich bin eingeschränkt wegen meiner Bandscheiben. Oh, ich kriech gar nicht. Ich kann nicht anders laufen. Oh, da habe ich jetzt eine Münze ausgegeben. Die Dairatul Mal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Werbung für die große Auktion. Die Dairatul Mal, verpasse sie nicht. Hast du je davon geträumt, die Welt zu besitzen? Nun kannst du erfahren, wie es sich anfühlen könnte. Die Dairatul Mal ist wieder hier. Lass dich zum Staunen bringen, verzaubern, von der Auswahl des Angebots begeistern. Seltenes Porzellan, Edelsteine aus der ganzen Welt, das alles gibt es bei uns. Sei dabei und ergehe dich in der Pracht. Ja, das ist doch mal ein Werbeflyer. Ohne Bilder und trotzdem so vielsagend. Ich glaube, da gehe ich auch hin. Das ist jetzt, das ist tatsächlich immer ein Markt, der würde mich interessieren. So, da konnte ich ja nicht rein, aber hier war ja sowieso der dritte, ne? Ne, warte, ich habe zwei. Konnte ich da doch rein? Süß duftender Brief. Kululu. Ich verabscheue Fehler. Ich hatte nur eine Bitte und irgendwie hast du es geschafft, mir zu verweigern, was ich suche. Du weißt, wie sehr ich die Haarnadel wollte. Machte ich das nicht klar, als wir zuletzt sprachen? Womöglich brauchen wir ein weiteres Treffen, damit du es verstehst. Vorerst scheint es, als müsste ich die Sache bei der Auktion selbst in die Hand nehmen. N. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Nie halt. Der Brief trägt einen Duft. Und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Kululu. Ich wünschte, ich könnte so einen indischen Akzent. Kululu. Das tut mir leid. Anweisung vom Hafenmeister. An alle.
Es soll im Hafen eine Blockade errichtet werden. Beschlagnahmt jedwege fremdländische Artefakte und haltet die Augen nach einer Haarnadel aus Asin offen. Keine Fehler. Ich weiß, wo ihr alle lebt. Ich kenne eure Familien. Tut, wie euch befohlen. Stellt keine Fragen. Javid. Anweisungen, jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt, einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Okay, also streng genommen hätte ich mir das Lesen auch sparen können. Danke, Basim. Du kleiner Fink. So, haben wir denn alle Truhenkisten? Nein. Ah, nicht schlecht, ne? Oh, hier haben wir noch eine Truhe übersehen. Oh ja. Okay, die haben wir geplündert und irgendwelche Krüge oder sowas habe ich noch nicht außen. Die habe ich noch nicht durchforstet. Oh, ja. Zwei Tierrahmen und eine Hasenpfote. Nice. So, sonst hatten wir aber alles, ne? Ja, war doch gar nicht so schwer, oder? Also ich fand, das haben wir souverän beim... Also wir sind ja beim ersten Anlauf auch wirklich so... So, dass man das irgendwie in der Kamera überhaupt sieht. So knapp dran vorbeigekommen, dass wir es überhaupt schaffen, ne? Weil das war ja haarscharf. Also haarscharf. Das ging echt ganz gut. Oh, können wir jetzt zum Hafen, ne? Mensch, Leute, wir haben ja noch Zeit. Der Hafenmeister. Ja, du sahst mir doch aus, als ob du Geld hast. Oh, nee, hab mich vertan. Oh, die arme Maus. Kein Cent in der Tasche. Nee, ich stehe immer mal so zwischendurch einfach random rum. Das war hier ein bisschen suspekt. Du, Lulu, Lulu, Lulu. Hör auf zu jammern, du kleines Balk. Mein Leben ist hart. Muss härter sein. Wachen, hier darf ich hin. Oh, ich muss unbedingt mal zum Schmied und so hin. Habe ich eigentlich... Sag mal. Nein. So. Fertigkeiten. Mensch, ich habe da noch Punkte über. Attentäterkonzentration Erweiterung 2. Fügt Konzentrationsbalken 2 zusätzliche Segmente hinzu. Nutze ich tatsächlich selten. Konterrolle. Weiche in Richtung eines nicht blockbaren Gegners Schlag aus, bevor er dich trifft, um hinter den Angreifer zu gelangen. Eine sehr gute Taktik gegen gepanzerte Gegner. Wäre gut. Aber ich Fettfinger immer so ein bisschen mit der Leertaste. Ich glaube, meine Leertaste ist einfach zu groß. Fokusstärkung. Der Konzentrationsbalken füllt sich nach jeder Tötung aus dem Hinterhalt schneller auf. Ja, dann haben wir noch den Trickser. Plündere einen Gegner nach dem heimlichen Töten oder einem Attentat automatisch aus. Sinnesschärfe 2, da haben wir weitere Sicht. Enkidus Blick enthüllt die Wachgänge markierter Gegner. Ah, dann kann ich gucken, wo die hingehen, ja? Okay, das wäre auch praktisch. Notfall zielen. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um auf Gegner zu zielen, die dich entdeckt haben. So kannst du sie töten und unentdeckt bleiben. Aber ich würde sagen, wir machen das hier erstmal voll, ne? Wir haben, wie viele Punkte haben wir? 6, die Konterrolle wäre gut.
Vielleicht kriege ich es ja mal hin, ne? Trickser, den nehmen wir auch noch mit. Oh, mehr Elixiere. Das wäre natürlich auch praktisch. Haben wir noch einen Schmied in der Nähe? Schmiede. Oh, das ist ja... Komm ja direkt dran vorbei. Das ist ja der Hammer. Danke, TomTom. Oh, ich beklaue mal hier die NFL. NBA-Spielerin. Habe ich gesehen an diesem Konter-Move, den sie da geübt hat. Ah, wir müssen noch was mitnehmen. Das war aber knapp, da hätte ich aber fast zu schnell gefingert. Noch eine Mauer, die das Volk von den Machthabenden trennt. Ja, ja. Hoffentlich erwartet mich der Hafenmeister nicht bereits. Ja, kleinen Moment. Also bevor wir da hingehen, ich möchte nochmal zum Schmied. Einmal gucken, was wir mit unseren Waffen noch aufwerten können. Ja, habe ich zu schnell gefingert. Ja, das passiert mir öfter, ne? So. Ja, bunt gefingert. Wo sind hier die Schmiede? Upsehen. Unsere Gelehrten mahnen an, dass uns kaltes Wetter bevorsteht. Ja, für Blinde, ne? Hallo. Friede sei mit dir. Was hast du da? Hier ist, was ich habe. So, wir können nämlich verbessern. Welche Schwerter haben wir denn? Das tödlicher als je zuvor. Mhm. Die Erweiterung der Kriegerseele. Vollständig verbessert. Ja. Muss ich nicht bei der Schmiede auch die, schärfer denn je. Die Fähigkeiten einstellen? Also wir können den hier verbessern. Das wäre Sandsturch des Aufbegehrens. Erfolgreiches Ausweichen füllt 10% der Ausdauer wieder auf. Oder brutale Verteidigung. Paraden fügen 25 mehr Verteidigungsschaden zu. Würde ich doch eher das aufwerten. Erst einmal. Muss ja auch nochmal bei Ubisoft Connect gucken. Durch Technik, nicht wahr? Ist da nicht auch noch irgendwie was Cooles gibt, was ich vielleicht haben will? Pflege deine Klinge, sie wird es dir danken. Gott, oh Gott, wir können aber... Schärfer denn je. Eine gute Wahl. Ja, haben wir alles einmal aufgewertet, ne? Aber wie war denn das mit den Fähigkeiten? Aussehen ändern. Das war's also für heute? Möglicherweise. Ich muss aufbrechen. Komm gerne öfter vorbei. Der Kalif wünscht eine neue Übersetzung der Werke Euklids. Ah, welche, wer sich berufen fühlt, welche Taste war nochmal für Inventar? Haha. So, Fertigkeiten, Nachforschung, Inventar. Montur, da haben wir auf jeden Fall auch wieder was Neues. Montur des Abasitenritters. Wunden lecken. Basim stellt bis zu seinem Maximum von 50% alle 2 Sekunden 1% Gesundheit wieder her. Ja. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, ne? Weil das wäre natürlich auch nicht schlecht. Verkleidung, nehmen wir denn trotzdem den Djinn? Geht das? Hm. Natürlich nicht. Dann müssen wir so eine Weile rumlaufen. So, und zwar...
Konnte man doch irgendwie auswählen, welchen Effekt die Klinge hat, oder? Oder nicht? Stimmt, im Bruderschaftshaus kann man den... Aber ist das das, was ich denke? Weil wir haben ja gerade eins hier in der Nähe, ne? Da müssen wir mal eben hin. Ich hoffe... Oh. So. Oh, war ich das? Hoppala! Es tut mir leid. Deine Ware war scheiße. Scheiße Arbeit hinterlassen. Aber den Laden anzünden. Hoppala, geht das für, war das jetzt wirklich ich? So geht's nicht. Warte mal, wir gehen mal hier auf dieses Laken. Das könnte uns ja vielleicht bei unseren Attentaten helfen, ne? Sie tanzt erstmal eine Runde. Nee, schade, funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Da wäre jetzt noch ein Artefakt, aber das holen wir jetzt mal nicht. Ich will nur, bevor wir die Mission anfangen, einmal was gucken. Dafür werden sie sterben, jeder Einzelne. Es wird endlich Zeit, dass wir kämpfen! Dein Zorn ist verständlich, doch einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Basim, gut, wir brauchen dich. Das ist ganz ungünstig, muss man warten. Aufständische verhaftet und auf dem Platz hingerichtet. Und dein Rafik will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden. Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen... Ali, ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Nun gut. Jeder muss wissen, dass ich es war. Ich kehre nach Jarjaraya zurück. Aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Und ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. Das ist jetzt aber ungünstig. Ich wollte eigentlich zum Haken. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Asharkia. Diese bezahlt der Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Meinen Spitzeln zufolge gehört mindestens einer der Söldner-Hauptleute zu ihnen. Sag mir wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Asharkia steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar Alamut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jarjaraya und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen.
Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Oh, das ist Zeit, ne? Wir wollen erstmal schlafen. So, ich wollte nämlich nur mal wissen. Frieden, Zadik. Sei gegrüßt. War das hier? Hilfsmittel freischalten, verbessern oder zurücksetzen? Habt ihr neue Werkzeuge für mich? Sieh dich um. Ich glaube, freischalten können wir auch, ne? Wir hätten jetzt die Wahl zwischen den Lerma. Ein kleiner Sprengsatz, der Wachen von Basim fortlockt. Kann auch zu einer Waffe gemacht werden. Eine nicht tödliche Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft, kann auch tödlich gemacht werden. Oder eine Rauchbombe, eine alchemistische Piole, die eine dichte Rauchwolke freisetzt, welche die Sicht versperrt. Der Rauch kann für Angriff oder Verteidigung angepasst werden. So eine Trittmine wäre schon nicht schlecht manchmal, ne? Komm, wir nehmen das mit. Achso, ich habe gar keine freischaltbaren Hilfsmittel. Ja. Sonst noch was? Ja, danke, dass du mir das angeboten hast. Wenn du das irgendwie besser machen kannst. Das ist mein Angebot. So, pass mal auf. Jetzt kann ich das hier und das hier aufwerten. Auf Stufe 2. Giftspitze. Vergiftet Gegner. Schwere Klinge. Bringt Gegner bei Treffern aus dem Gleichgewicht. Leichte Klinge lässt einen aufgeladenen Wurf zu, der Reichweite und Schaden erhöht. Da würde ich eher die Giftspitze nehmen. Macht mehr Sinn. Sammle Ressourcen um diesen... Oh, da fehlen mir wieder... Da fehlen mir Bauteile. Zählt das nur fürs Wurfmesser oder für generell auch den Dolch? Ich muss mal Bauteile sammeln. Wir gehen. Ich stehe in eurer Schuld. Auf bald. Nein, tue ich nicht. Ich sag das nur, weil ich höflich bin. Ich hasse den Typen. Der ist immer so knickrig mit seinen Preisen. Deswegen kann ich mir nicht so viel leisten. Welche tötet den Hauptmann? Geld, Korruption und Tee. Sind wir noch in der richtigen Quest? Kululu. Ja, genau. Tötet den Hauptmann. Okay. Ja, ehrlich. Ich meine, oh. Ärgerlich. Ich wollte der kriminellen Seite doch abschwören. Ali wartet am Tor auf mich, um mit mir nach Jajaraya zu reisen. Wir treffen Vorkehrungen. Geh in dein Dorf zurück. Die Leiche deines Mannes wird zu dir gebracht. Zeig mal her hier. Okay. Was wurde mit dem gemacht? Wurde der so einmal in der Mitte durchgebrochen zusammen wie so ein Klappmesser oder? Da an seinem Schienbein schnuppert. Okay. So, Hafenmeister. Wir müssen... Ach, wir müssen da rein, ne? Naja, alles gut, alles gut. Noch töte ich euch nicht. Ich hasse es. So. Oh, das sind die blauen Wachen. Leite mich in Kido. Was? Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Okay.
Von der Zeit her würde ich sagen, wir versuchen morgen diese Festung zu stürmen und den Hauptmann zu töten. So, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid wieder mit dabei. Schaltet sehr gerne wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.